Hallo liebe Rasenfreaks, da ist er wieder, der Rasenfreak, wie er leibt und lebt. Ja, so ein ganz normales Video mal heute für euch, nach ewigen Zeiten. Gefühlt ist es ja, Wochen, Monate, es ist Monate her, dass wir mal wieder ein ganz normales Video gefilmt haben. Meine liebe Frau steht wieder in der Kamera, damit die Videos nicht so verwackelt werden. Ich habe nämlich schon mal alles gefilmt, muss ich zugeben. Und es war so dermaßen verwackelt, weil ich ja der Meinung war, ich bräuchte keinen Gimbal. Ich mache das mal eben so wieder aus der Hand, so wie in alten Zeiten. War Schrott. Also ich filme jetzt nochmal alles, was ich schon gefilmt habe gestern. Heute ist der 21. Dezember und wisst ihr, was das heißt? Es heißt, die Tage werden wieder länger. Oh, das ist einer der schönsten Tage im Jahr. Also nach dieser Winterdepression wieder rauszukommen aus dieser trüben Jahreszeit. Wir können uns schon jetzt auf den Frühling freuen. Aber heute will ich euch erstmal beichten, was ich gemacht habe. Wir gehen mal in die Werkstatt rein und dann, dann zeige ich euch, was ich getan habe. Der böse Rasenfreak hat nämlich Maschinen verkauft. Yeah! Oh. So, lieber Hansweg, jetzt stelle ich mich mal auf die andere Seite, um meine Frau zu verwirren. Wir haben schon wieder diskutiert. Und komm mal ein bisschen, dass du nicht nass wirst. Ja, so, ihr seht es. Ihr seht es vielleicht jetzt schon. Die Garage ist unheimlich aufgeräumt. Das liegt zum einen daran, weil ich natürlich draußen diese Fahrradgaragen gekauft habe, um meine Maschinen unterzubringen. Und ich habe den Kubota verkauft, den Z122R, mein Zero-Turn-Rasenmäher habe ich jetzt verkauft. Jetzt tatsächlich jetzt auch kurz vor Weihnachten ist der wirklich echt ganz gut weggegangen. Ja, das ist schade, muss ich sagen. Das ist echt ein bisschen schade. Aber ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe da ab und zu mal den Sportplatz mitgemäht. Ich habe mal hier früher ja auch so ein bisschen hier die Randstreifen an den Straßen gemäht, was ja eigentlich gar nicht zulässig ist. Und wir haben immer dieses Platzproblem hier. Jetzt habe ich gesagt, okay, komm, verkauf das Ding. Dafür kann ich mir ja eine neue Maschine kaufen. Habe ich schon gekauft. Übrigens, ja, Florian, vielen Dank. Die kommt nämlich aus Bayern. Und Florian, ein Fan, wohnt in Bayern, hat die Maschine für mich besorgt. Ich verrate euch noch nicht, was es ist. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Könnt ihr mal raten in den Kommentaren, was ich mir schon wieder für eine Maschine gekauft habe. Tipp, es ist kein Rasenmäher und die Maschine hat keinen Motor. Mehr verrate ich heute nicht. Gut, also Florian, nochmal danke dir, dass du die Maschine besorgt hast. Er bringt sie mir Anfang Januar und natürlich werde ich dann auch bald mal zeigen in den nächsten Videos. Ja, und dann habe ich zweites Thema, zweites Drama, eigentlich noch viel schlimmer als der Kubota. Ich habe meinen ersten Spindelmäher, mein Edco Balmerill 20 SE habe ich verkauft. Das wird mich wahrscheinlich abstrafen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache oder nicht. Die Heckwalze ist ja völlig hin gewesen. Ich kann da mal ein paar Fotos hier irgendwie einblenden. Die Antriebswalze ist durch, die hat richtig Löcher. Das Blech ist durch, die ist total eckig, die ist überhaupt nicht mehr rund. Und der Käufer hat mir erzählt, hier einer aus der Gegend, auch ein ganz netter Kerl, auch so ein Freak, der hat mir erzählt, dass allein diese Antriebswalze hinten jetzt schon 800 Euro kosten soll. 800 Euro. Es ist absolut unverschämt. Und ich hätte noch ein bisschen mehr reinstecken müssen. Der Vergaser hätte ich erneuern müssen. Ach, und hier und da. Und er hat gesagt, komm, du musst dich auch von alten Dingen lösen. Verkauf das Teil. Findet ihr wahrscheinlich nicht gut, ich weiß. Aber ist jetzt so. Wir haben ein paar schöne neue Maschinen noch und es gibt vielleicht noch weitere neue Maschinen im nächsten Jahr. Okay, ja, das also als kleine Vorrede. Wir hatten 2 Wochen, jetzt gehen wir mal kurz raus, regnet nicht mehr, ne? Wir hatten, vielleicht doch noch ein bisschen, wie ist das denn das? Wir hatten 2 Wochen richtig harten Frost schon, minus 10 Grad. Und jetzt seit gestern ist es wieder wärmer geworden. Und ich konnte jetzt endlich das Laub aufsammeln. Und heute in dem Video werde ich euch zeigen, wie ich diesen Gardena Laubsammler tunen werde. Dieser Gardena Laubsammler, habt ihr vielleicht schon mal gesehen in einem Video. Oh, ist das feucht. Egal, halten wir jetzt durch. Der schmeißt immer das Laub vorne raus. Und das ist echt voll daneben.
Und ich habe jetzt auch von einem gehört, da gibt es auch so Tipps im Internet, wie man das Ding verbessern kann. Da muss man nämlich vorne so eine Lasche, so eine Gummilasche ransetzen, damit das Laub vorne nicht rausgeschleudert wird. Das mache ich heute. Ich werde das Ding also umbauen. Dann bin ich auch ein bisschen unrasiert. Egal. Das seht ihr heute. Und wie ich dann hier die ganze Fläche vom Laub befreie, das ist Inhalt des Videos. Ja, ja. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis gleich. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Gläser. Schon völlig verwarzt. So, den werden wir jetzt ein bisschen tunen. Ich hoffe, ich habe da noch so eine Gummilasche. Und die werden wir da vorne rantackern, einfach mit ein paar Schrauben oder vielleicht sogar nur mit Nieten. Einfach zack. Ran mit der Gummilasche und damit das Ding dann vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Hier vorne, da will ich jetzt hier so eine Lasche, so eine Gummilasche vornieten. Wieso macht das so ein Hersteller nicht gleich richtig? Ich verstehe, klar, vielleicht bei höherem Gras ist das vielleicht nicht so optimal, das kann sein. Aber für meine Schnitthöhen fliegt Skinny, der bürst das immer wieder nach vorne raus. Das kann nicht sein. Ja. Ah, nee, das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Breiter, aber der ist wahrscheinlich. Oh ja. Na gut, dann muss ich den nehmen. Der ist jetzt schon ein bisschen knapp hier. Egal. Dann machen wir das ein bisschen, erstmal ganz bisschen ja so. Nur auf der geraden Fläche. Gut. So, da bohren wir jetzt so einen kleinsten Holzbohrer. Bohren wir da einfach mal so ein paar Löcher rein. So Pi mal Auge. Ne, so eine große Unterlichtscheibe drauf. Also ein bisschen Abstand, nicht zu viel. Da. Vielleicht ein paar mehr. Da. Fühlt. Da. Da. Ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu eng. In der Mitte ist ja diese. Komm, einer geht noch. Da. Gut. Gut. Oh, da ist ein Schnitt drin. Egal. Da ist ein Riss drin. Egal. Gut. Löchlis. Löchlis. Sehr schön. Wo habe ich diese blöden Niete jetzt? Kabelbinder. Zack, hier rausgezogen. Tja, da sind sie mit drin. Die Kabelbinder. Oh Mann. Die schönsten Niete hier, nicht die sind cool hier. Die sind richtig cool. Die sind nicht schön groß, da müssten wir doch das Loch. Ja, nö, oh, lass mal. Das ist cool. Alunite, die sind gut. Die sind richtig gut. Das ist einfacher. Wir machen jeweils außen erstmal ein Loch, richten das aus. Ja, das ist gut. Seht ihr überhaupt was? Ist okay. Machen wir es in der Mitte. Wer ist da?
Das ist nicht schlecht. Dann machen wir es mal. Nee, das geht nicht. Ich muss 5 bohren. So, es ist aber schon ganz schön. Das ist schon ganz schön am Rand, ey. Junge, Junge. Okay. Und das lassen wir ruhig. Und da habe ich nochmal nachgebohrt. Jetzt ziehen wir ihn drauf. Stecken ihn durch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir ein Richtchen hier haben. Schlechter aus. Oh Mann, nee. Ich muss die andere nicht sagen. Nee. Oh nee. Ich muss jetzt durch. Oh. Eieiei. Eieiei. Oh, der wird aber zusammengezogen. Ganz fest, kommt ganz locker. Also Mist. Ich muss hier jetzt alle reinstecken. Das macht ihr nicht nach. Das macht ihr nicht nach. Ich kann mich aber festtackern. Das machen wir unten. Nehmen wir jetzt die große Nietzange, die ist noch besser. Ja, das ist besser. Ja. 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 Sauber. Da soll ich noch bohren. Ich bin gespannt. Ja. Ich musste jetzt eben schnell den Akku wechseln. Jetzt zeige ich noch mal schnell mal die Rückseite. Hier. Und da seht ihr, jetzt natürlich nicht. Da, also 2 habe ich hier zu dicht an den Rand gebohrt. Das ist ein bisschen doof. Also 2 sind hier ein bisschen zu sehr an den Rand. Das lasse ich jetzt so. Ui. Ja, das ist jetzt wirklich ein ganz kleiner Spalt. Nur kann ich sogar einen Finger reinstecken. Hoffen wir mal, dass er. Gut. Na gut, hierfür ist er ja auch nicht gemacht, aber immerhin. Gehen wir auf den Rasen. Hey, 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 hey. Na Freaks, was sagt ihr?
Gar nicht so schlecht. Kann man machen. Meine von Handhaken ist auch schön. Ist ein bisschen gründlicher. Aber okay. So, Freaks. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr gemacht habt mit eurem Laub. Ob ihr bessere Laubsammler habt. Natürlich kann man blasen, man kann haken, man kann mit dem Rasenmäher das Laub aufnehmen. 1000 Möglichkeiten. Ich wollte das mal hier ausprobieren mit dem Gardena-Teil. Das war jetzt nicht teuer. Ich habe es im frühen Herbst gekauft, weiß ich, August, für 90 Euro. Aber finde ich wirklich schwach, dass wir hier nicht so eine Lösung von Gardena dran gekriegt haben. Also da kann die Firma gerne noch was optimieren. Bin mal gespannt, ob da was kommt. Ja, okay. Gut. Noch ein kleiner Schrecken zum Schluss. Da. Wasser. Da steht Wasser drin. Ja, na gut, es ist gefroren. Jetzt ist es unheimlich schnell wieder oberflächlich aufgetaut. Wahrscheinlich ist es der Boden unten noch ein bisschen gefroren. Aber ich vermute eher Staunässe. Ich habe noch was gekauft. Ich habe noch gar nicht ausgepackt. Das zeige ich euch jetzt nochmal zum Schluss. Ja, also Problem mit Sperrschichten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss doch mal gucken, dass ich meine Bodendurchlässigkeit verbessere. Da-da-da! Ah, hochinteressant. Ich habe mir einen 1 Meter langen Erdbohrer gekauft. Einen 1 Meter langen Erdbohrer, um diese Staunässe-Probleme zu beseitigen. Es gab leider nur die Größe 30 mm Durchmesser. Mal gucken, wie das funktioniert. Also ich denke, ich habe doch schon gerade auch auf dem Grün und da in dem alten, in dem tiefgelegenen Bereich ein Problem mit diesen ganz alten, ja, Sperrschichten, mit diesen ganz alten Lehmschichten, die von Anfang an hier drin waren im Boden. Und wir haben ja jetzt gelernt, ne? Nicht gut. Also damit würde ich mal versuchen zu bohren. Bin mal sehr gespannt. Ich werde mir so ein Bohr, eine Bohrschablone bauen, um dann die Löcher schön gleichmäßig zu setzen. Dann mit richtig gutem gewaschenen Quarzsand, wahrscheinlich auch getrocknetem Quarzsand, verfüllen 04 bis 14, dass wir eine richtige Drainagewirkung haben. Ich hoffe, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass das was bringt, aber ich befürchte, es wird auch mega aufwendig wieder. Ja, machen wir vielleicht im Frühjahr, jetzt nicht. So, Rahmenfreaks. Also die Lippe hat echt gut funktioniert. Schade, dass ich hier die zwei Niete ein bisschen zu tief genietet habe. Das muss ich heute mal korrigieren. Aber sonst war das ganz cool. So. Ja, würde ich sagen, reicht für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, dass ihr noch dabei seid jetzt im Winter. Und schaut, wenn ihr wollt, meine Lernvideos. Ich freue mich, wenn ihr hier ein paar nette Kommentare lasst. Bis denne. Ach ja,
Und schöne Weihnachten wünsche ich euch. Ach ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es kann nur besser werden.